Hallo, liebe Freunde der gruseligen Weltraumunterhaltung und willkommen zurück zu Dead Space. Ja, ich habe hier letztes Mal eine richtige Hassstelle gemeistert. Also da musste ich erst Kometen reinwerfen und dann kam von da und von da und von da und von da und von überall überhaupt kam die Metamorphs. Und eigentlich würde ich gerne da rein, aber leider ist da, brauche ich dafür einen Knoten. Den habe ich leider nicht. Also gehe ich einmal hier rum und ich glaube, da hinten geht es dann weiter. Komme ich noch an den Kasten da unten dran. Nein, zufälligerweise. Ja, von hier nicht. Trotzdem mal probieren. Da haben wir nämlich ein bisschen Munition drin. Jawohl. Bitteschön. Und Bams. Munition. Hier zwei Kästen. Wo steht eigentlich der zweite? Der zweite liegt da. So. Hinlegen und bam! Hey! Und nochmal Pulsmunition, das ist super. So, Kinder. Dann gehen wir mal hier rein und lassen uns mal weiter erschrecken. Erstmal nachladen. Da liegt schon wieder eine tote Leiche. Ich mag keine toten Leichen. Okay, hier gibt es einiges zu sammeln. Da vorne geht es weiter. Da scheint es zumindest weiter zu gehen. Gibt es viele Pulsprojektile? Gibt es hier in dem Bereich da? Naja, lieber Pulsprojektile als gar nichts. Ein Schlüssel. Abbaudeck, okay. Ne. Noch einen Bericht über den Wahnsinn der Kolonisten gelesen. Alles schien anzufangen, als sie den Marker auf dem Planeten holten. Weiß Gott, wie lange der schon da unten war. Das weiß keiner so genau. Ich weiß sogar nicht, ob ich das überhaupt wissen möchte. Sollte mich vielleicht nicht direkt vor der Tür stellen, wenn die sowas machen. Genau, und da muss ich auch lang. Also dieser Tipp aus den Kommentaren, der natürlich von dem guten Sobuku ist, war echt Gold wert. Ich bedanke mich nochmal dafür. So, jetzt habe ich hier auch nochmal einen Knoten. Jetzt kann ich mir da hinten nochmal das Ding holen. Also dieser Tipp war echt super. Also echt herzlichen, herzlichen Dank. Echt klasse. Hier ist es echt immer so laut. Ich bin auch richtig froh, wenn ich aus dieser Ecke raus bin. Ich glaube, ich bin auch generell einfach froh, wenn ich dieses Spiel hier durchhabe. Aber das ist ja noch nicht alles. Dann wartet Dead Space 2 auf mich. So, ganz viel zu sammeln. Ganz viel zu sammeln. So. Und weiter geht's. Und liebe Leute, ratet mal, was ich vergessen habe. Ich habe vergessen, den Timer zu stellen. Passiert mir ja so selten. Mal ganz kurz einen Augenblick. Ich nehme jetzt auf 4 Minuten. Und stelle mein Timer einfach mal auf 15. So, und dann bin ich wieder da. Dann gehen wir mal hier durch.
So, gerade ordentlich was gesammelt. Das ist super. Alter. Hört ihr das Herz klopfen? Boah, mein Herz klopft gerade genauso. Kommt vielleicht noch was rausgesprungen. Ich hab keine Lust mehr. Hier bin ich jetzt. Was war das schon wieder? Okay. Der Weg ist der richtige. Ach, da geht's wieder zurück. Okay, ich verstehe. Ah, okay. Dann geht's wieder. Ach, jetzt muss ich in die nächste. Ach, nee. Jetzt muss ich in die nächste. Bitte recyceln Sie regelmäßig nicht benutzte Materialien. Vielen Dank. Schnell speichern. Jetzt muss ich in die nächste Etage wahrscheinlich. Oh mein Gott. Das heißt, ich muss wieder ein bisschen. Actionballern. Oh, yo, ab vor Actionballern. Hier. Ja, ich habe schon gerade nachgeladen. Ist noch ein. Ist das der Fahrstuhl? Ach, hier gibt es nichts mehr zu holen. So. Ist noch unten. Genau, und auch noch zwei. Wohlgemerkt, zwei Etagen fahren. Alter. Alter, ich näher mich einem Schwein. War das Schwein? Ich hab doch gerade ein Schwein gehört. Habt ihr auch das Schwein gehört? Hier ist schon wieder alles von dieser Pampe, ey. Was? Wo? Wer? Wie? Oh nein! Die Leiche in Ruhe. Weiß nicht, was du da gerade tust, Vieh, aber. Das? Ich weiß es nicht mehr.
Mein Gottness. Okay. Kann ich das Ding hier aufheben? Ich rate, ist mein Inventar schon wieder voll, kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Nee. Ja, jetzt geht's gut. So, traue ich mich auf die Teile da zu schießen? Wann kommen diese kleinen Mistviecher da raus? Das Gefühl, wenn ich da jetzt drauf schieße, kommen diese kleinen Mistviecher raus. Auf die habe ich ja gerade mal gar keine Lust. Ich traue mich auch nicht dran vorbeizulaufen. Okay, einfach nur explodiert. Gott sei Dank. Ein Speicherpunkt. So, auf jeden Fall. Weiß nicht, was du konntest, aber lecker siehst du nicht aus. Oh, nee. Ach du heiliger Bimbam. Wo bin ich hier nur reingeraten? Wo bin ich hier nur reingeraten? Ich will jetzt erstmal speichern. So, und dann hole ich mir mal dieses Teil ran. Und dann werde ich vor Angst erzittern. Dass ich mir diese Munition hier sparen werde. Schade, dass man sich hier nicht ducken kann. Irgendwie auf, geh 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 auf. Was? Auf mich. Kleine, warte auf mich. Sie ist auf jeden Fall.
jeden Fall. Zumindest sieht sie noch aus wie ein Mensch. Weiß aber noch nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Hier liegt schon wieder so viel Munition rum. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Der Sender ist im Lagerraum neben dir. Ich glaube, ich kann das Schloss von hier aus deaktivieren. Warte kurz. Dann mach es bitte. Ich hoffe, sie ist keine Illusion. Oh mein Gott. Ich hoffe, das war jetzt nicht. Ich bin verwirrt. Ich bin total verwirrt. Einerseits kommt sie rüber, als wäre sie. Als wäre sie ein Teil des Wesens. Oder spricht Sätze, die in anderen Zusammenhängen ich auch schon gehört habe. Andererseits hilft sie mir jetzt. Isaac, hey, ich hatte eben kurz dein Signal verloren. Ich habe mir Sorgen gemacht. Wie ich sehe, hast du den Sender. Dann also auf zum Schiffdeck und bringe ihn da an dem Asteroiden an. Ich habe die Flugbahn mehrmals durchgerechnet und wenn wir ihn bald abfeuern, stehen die Chancen ganz gut, dass er einen sicheren Abstand erreicht und senden kann. Immer noch kein Zeichen von Hammond. In dem Zustand, in dem er war, glaube ich nicht, dass er noch lebt. Gucken wir mal, was Hammond so macht. Müssen wir mal finden, wa? Nutzt ja alles nichts. Müssen wir den guten Hammond finden? Und wieder zurück die ganze Soße. Bleibt nur eins. Nehme ich jetzt den Cutter. Komm her.
Wow. Mist. Mist, 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 Mist. Oh. Das ist total spannend. Ich glaube, ich war heute diese Folge wieder sehr, sehr wautlag. Anzug Level 4, den habe ich ja gar nicht gesehen. Ich glaube, ich war in dieser Folge wieder ziemlich laut, wortkarg. Das ist aber auch gerade massivst spannend. Nichtsdestotrotz, den Weg zurück machen wir dann in der nächsten Folge. Also verabschiede ich mich für heute. Auf Wiedersehen.